So, jetzt, Jo, ciao. Nicht schau? Okay, dann eben jetzt schau. Oh, das ist ein großer Barracuda. Guck an. Da unten ist mein Freund, der Sägefisch. Hol schon mal meine Flinte raus. Das wissen. Du hast mich angezeckt. Hättest du nicht machen müssen. So, die Barracudas haben wir auch alle eingesammelt. Gibt es noch ein paar Fragmente. Ein bisschen Luft wäre gleich ganz gut. Das würde mich ein bisschen freuen. Ich ein bisschen Luft fände. Da ist Luft. Hier ist auch direkt was für der Erforschung und Luft. Und hier unten ist irgendein Vieh, was mich killen will. Steinfisch. Schrott. Glas, alles am Start. Wir halten uns mal in der Nähe auf. Weiter runter will ich eigentlich gar nicht so richtig. Ich werde mich nochmal mit dem Barracuda anfreunden hier. Um hier mal ein bisschen Munition. Ah, das können wir auch mal mitnehmen. Eisen und noch irgendein drittes Ding. Hm, silberne Schüssel. Okay. Ein wenig Miso. Ah, wir haben kein Turbo mehr. Schade. Aber wir haben noch Sauerstoff. Ich schwimme jetzt mal hier oben rum und dann rechts rum. Hier ist noch eine Muschel. Da ist noch ein Rettungsanker, da gibt es noch mehr Luft, da gibt es noch ein Barracuda. Aber wenn die schon da sind, ich meine. Und ich glücklicherweise habe, was ich brauche, wenn ich es nicht vorher verkoche, weil ich doof bin. Boxhandschuh kann ich nicht zerlegen, schade. Ah, so weit solltest du also nicht schwimmen. Gut. Wir haben Luft. Nimm mit. Dadurch, dass ich als schnell schwimme, verbrauche ich ziemlich viel. Ein Barracuda. Ein Barracuda in groß. Und ein bisschen schwarzer Essig. Wollte eigentlich nur verprügeln mit meinem heißen Golfschläger. Hat jetzt hier direkt was gebracht. Aber es gibt hier gleich links ein Luftfass. Nehmen wir das eben ein. Holen wir das und atmen tief durch. Also mit Barracuda kann ich mich gleich totwerfen.
Noch ein bisschen Sägefisch, Heidinggerät. Rinnenanzug. Wir sind nah überladen, ja, aber hier gibt es ja jetzt überall Rettungsdinger. Oha. Einen Moment, ich müsste Munition suchen. Das wäre jetzt sehr hilfreich. Weißt du, an allen Ecken der Welt liegt immer Munition rum. Wenn du welche brauchst, ist nichts zu machen. Naja, hier geht's nur nach unten. Ich würde den gern wegkillen, ne? Das ist ja klar. Ich könnte es aber mit der Harpune versuchen. Dauert dann halt einfach nur länger. Da ist Munition. Gut. Wir fangen dann nämlich damit an. Ich will den wegknallen. Wenn ich es nicht schaffe, ist alles dumm gelaufen. Na, da müssen wir uns nichts vormachen, dann könnt ihr lachen. Aber erstmal versuche ich das jetzt. Wo bist du? Du Ochse. Du bist ja ein Riesenvieh. So, er hat erstmal 3 Schuss abgekriegt. Direkt 2-mal harpuniert. 3-mal harpuniert. Das 4. Mal habe ich verfehlt. Fünfte habe ich dann doch getroffen. Den muss ich selber zerlegen, ja, ich weiß. Tiger heißt das nur. Ich dachte, das ist was Geiles. Aber er ist halt doch überladen. Also Dave, tauch auf. So, heute ist Gurkentag. Wir erinnern uns dran. Es gibt geile Gurke. Geile Gurke beim Sushi-Meister. Und morgen ist dann der nächste Schwung. Sotele. Wie ist denn das beim Personal? Ich dachte, ich habe einen dritten Kochplatz. Soll ich da irgendwas machen für? Ich gucke mal. Ziegelstein. Das habe ich im Besitz. Neu wäre das. Ja, komm her. Kauf das mal. Ah, sieht irgendwie komisch aus. Egal. Decke? Ah, nee. Lautsprecher? Nee. Beleuchtung. Deko? Deko 2. Deko 3, Deko 4, Deko 5. Das war alles mit der Deko. Zutaten. Aha. Ah, das kann man verkaufen. Okay. Krass. Ich habe da ganz schön viel. Egal. Menü. Heute ist Tag der Gurke, ne? Dann veredeln wir mal das. Oh, kann ich nicht abbrechen. Schade. Egal. Tag der Gurke. Das wäre erledigt. Gut. Da machen wir jetzt, warte, da sind wir bei 180 nur. Aber okay. Autokochen. So, da haben wir Gemüsesushi. Kann ich das, kann ich nicht veredeln, ne? Das war jetzt ein bisschen voreilig, würde ich sagen.
Dann haben wir hier Heringshai. Durch 22. 10. Was haben wir da? Tiefseefisch, Tempura, Ziegengegarener, Vampirkalmar. Den weiß ich nicht, ob ich den verwerten darf. Sushi-Set aus tropischem Fisch, Drücker. Da habe ich genug von. Das können wir auch einmal veredeln. Und dann gar nichts mehr kochen. Ach, das war ja wieder grandios durchdacht, Stefan. Ich krieg's Menü nicht auf. Was ist denn das? Geröstete Holzmakrele. Mach mal geröstete Holzmakrele. Meertrauben Spezial. Da habe ich nicht so viel von. Sternkugelfisch Spezial. Da habe ich auch nicht so viel von. Also exakt zwei Sternkugelfische. Das ist Vaptia. Da haben wir gebratene Reis mit Galapagos-Königskrabbe. Süßsaurer Himmelsgucker. Drescher-Hai-Sushi. Das können wir veredeln. Machen wir dann mal. Was ist das? Weiße Pferdemakrele, Seetang. Verbrate das mal. Quimongus. Komm her. Und hier haben wir Heringzeig. Komm her. Den ballern wir auch drauf. So. Und dann öffnen wir. Bam. Ich mach mal Tee, das ist sinnvoll. Dann schabe ich ein Futter aus Wasabi. Bringt ihr das auch raus? Ich mache ja schon die Getränke bis auf das Bier. Oh, musste Dave tatsächlich mal was mithelfen. Noch ein Bier. Wunderschön. Das haben wir abgeschlossen. Gab ordentlich Kohlen. Alle freuen sich. Heute ist der VIP-Besuchtag. Hm, das Fischmann dieser Woche, wie vom Radar entdeckt, ist. Was ist das? Eine Qualle mit einer Art Zauberhut? Das kann keine echte Qualle sein. Gütiger Gott, zweifelst du an der Genauigkeit unseres Fischradars? Es war sehr schwierig, diese Qualle mit unserem Radar aufzuspüren, weil sich diese Qualle mit unglaublicher Geschwindigkeit teleportiert. Er verschwindet, sobald du dich ihm näherst. Du wirst ihn wahrscheinlich nicht erwischen können, es sei denn, du hast ein Scharfschützengewehr. Circa 100 Meter unter Wasser, nahe des gelben Schiffswracks. Das ist das, was meine Informationen besagen. Na, nun denn, mach weiter so diese Woche. Eine Qualle, die sich teleportieren kann, das ist irgendwie interessant, nehme ich an. So, erstmal gehen wir jetzt farmen. Farmen. Was denkst du? Gut, nicht? Jo, perfekt, Diggi. Hast du richtig gut gemacht. Ich hole erstmal bei dir 6 Samen, weil... Was haben wir denn? Bohnen. Machen wir 3. So. Und dann 3 Zwiebeln. So, perfekt. Hervorragend. So, dann schmeißen wir hier die 3 Gurken rein und da die 3 Zwiebeln. So. Dann geh mal gerade gucken, ob ich mit dir irgendwas verhandeln kann wegen dem Huhn. Oder ob ich da zu deinem Kollegen muss. Weizen, Karotte, Zwiebeln, Gurke, Reis, Eier. Da kann ich Eier kaufen.
So, warte. Dann muss Dave mal gerade zum Hühnermann rennen. Im Shop können wir mehr Hühner kaufen. Da kaufen wir noch ein braunes Huhn. Und ein Freilandhuhn. So. Dann laufen da drei Hühner rum. Dann sollte das mehr Eier geben. Und dann gehe ich ins Boot. So, Agrarbericht wöchentlich los. Ich muss, warte mal, Abi, ich habe ein bisschen Geld, ne? Das bedeutet, wir gucken mal gerade, ah, das ist alles ziemlich teuer. Bei dem passiert was, ich kann was upgraden. Ich kann das Scharfschützengewehr upgraden. Ah, ich kann jetzt mit Flamme. Weiß ich nicht. Das habe ich. Das habe ich nicht. Da fehlen mir Fragmente und Dickkopfmakrele. Okay, da brauche ich Dickkopfmakrele für. Dann los. Ich muss erstmal eine Tiefseequalle. Das ist 100 Meter bei dem Schiffswrack. Mit dem Zauberhut. Das muss ich erstmal wegknallen, das Vieh. Hier kommt ein Dave geschwommen. Und da müssen wir jetzt alles mitnehmen, was geht, wegen den Fragmenten. Und da muss ich noch ein paar Dickkopfmakrelen sammeln. Schwarzer Pfeffer für den Oscar. Hier gibt es eine Waffe. Die zerlegen wir. Für die Fragmente. So, dann können wir hier das einkeschern und die Muscheln mitnehmen. Ich weiß, das Boot ist irgendwo wahrscheinlich in diese Richtung hier, ne? Tendenziell. So, gib mir das ganze Gelumpe. Gib mir das ganze Gelumpe. Ich glaube, oh, da ist mein Freund, der Hai. Ich sollte vielleicht meine Munition nicht verschwenden. Oh oh. Ich verschwende meine Munition vielleicht einfach doch. Bevor ich hier drauf gehe, wäre hier irgendwie unangenehm. Ja schon, dass ich mir jetzt wieder ein Atemreservoir suchen darf, wo ich Luft holen kann. Ein zweites Päckchen Mayonnaise, bitte, da oben. Da gibt es aber erstmal mal dann, ja, den Hammer, den kannst du behalten. Den Hammer kannst du behalten. So, dann holen wir Luft. Dann geht's mit Haien weiter. Aua. Aua. Bist du so schnell, Alter? Aua. Eieieiei. Ich wollte doch nur diese... Diese Dings fangen. Qualle. Zur Belohnung werde ich von allen möglichen Haisorten attackiert. Ich weiß auch gar nicht. Hier ist das nicht, ne? Nee, das ist das Schiffswrack, nicht das Gelbe. Aber ich meine,
wäre ja schwer, sie zu finden. Ich bin erst bei 44 Metern. So, jetzt könntest du... Oh, der nächste Hai. Oh, den hat es schon zerrissen. Den kann ich nur nicht mehr einsammeln. Also, einsammeln lassen. Schalt! Was interessant ist, dass ich bis jetzt noch kein Munitionsreservoir gefunden habe. Ah, wo ich davon quatsche. Schüttelt hier eins rum. Sauerstoff. Bin mit der Qualle gespannt, ob das so geht, wie ich das gern hätte. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen.